Tropico 5. Herzlich willkommen zum Let's Play Tropico 5. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Wie gesagt, das ist der fünfte Teil in der Tropico-Reihe. Und wir legen auch direkt los. Wir drücken hier auf ein neues Spiel. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Tutorial an, weil ich keine Ahnung habe, wie man dieses Spiel spielt. Ich habe irgendwann den zweiten oder den dritten Teil gespielt. Den vierten hatte ich mir einmal kurz angeguckt. War da aber auch zu faul, das Tutorial zu spielen. Und habe das dann links liegen lassen. Das wird mir bei dem fünften nicht passieren, weil alles, was ich bisher davon gesehen habe, war ja wirklich schon ziemlich wunderbar. Willkommen in Tropico, Presidente. Ich bin Penultimo, Ihr treuer Berater und größter Fan, und bin hier, um Sie an die Freuden der Diktatur zu erinnern. Die Zahlen über der Minikarte repräsentieren Ihr aktuelles Staatskassenvermögen, Ihre Bevölkerung und Unterstützung. Da Tropico derzeit nur eine Kolonie der Krone ist, steht die Nummer neben dem Kalender für die Monate und Jahre, die Ihnen und Ihrem Mandat als Gouverneur noch bleiben. Schließen Sie diese Nachricht, indem Sie zum Fortsetzen auf die OK-Taste drücken. Also hier haben wir die Minikarte, hier haben wir das Geld, hier haben wir die Einwohner und hier haben wir die Unterstützung von unseren Einwohnern. Okay. Mit der Kamera sehen Sie Ihre Insel und erste Stadt aus der Vogelperspektive. Ja, hier, wir sollen uns mit der Kamerasteuerung vertraut machen. Ich denke, dafür müssen wir das nicht nochmal vorlesen. Wir zoomen hier mit dem Mausrad. Sehen dann hier auch schon ein paar spielende Kinder, unsere Dorfbewohner. Aufgaben sind verschiedene Ziele, die Ihnen den Missionsfortschritt ermöglichen. Ach so, jetzt verstehe ich diese ganzen anderen Computerspiele erst. Sie an den Markierungen starten, die in Ihrer Stadt erscheinen. Also, dass Aufgaben verschiedene Ziele sind, das wusste ich ja wirklich noch nicht. Ja, Kamerasteuerung, Mausrad, hier können wir noch ein bisschen so machen. Guck mal, wir können das in alle möglichen Richtungen, hier ist Nebel, der vom Berg runterkommt. Das sieht ja auch sehr idyllisch aus hier, ne? Bedeckt da den halben Wald, schön. Zeit für eine offizielle Inspektion, Presidente. Ja, Sie können ein beliebiges Gebäude per Linksklick anwählen. Dies öffnet das Infofenster des Gebäudes mit allen wichtigen Informationen. Aufgabe: Wählen Sie ein beliebiges Gebäude, stellen Sie sicher, dass das Spiel nicht pausiert wird. Tipp: Schließen Sie das Infofenster, indem Sie auf einen freien Bereich des Bildschirms klicken. Annehmen. Dann klicken wir das doch mal an hier. Boah. Ja. Hat funktioniert, oder? Der Präsident besitzt besondere Exekutivvollmachten. Darunter die Fähigkeit, den Verlauf der Zeit zu kontrollieren. Als größte Persönlichkeit der Welt können Sie die Zeit nach Ihren Wünschen beschleunigen. Okay. Drücken Sie die Taste schneller Vorlauf annehmen. Hier geht das. Gut gemacht. Boah. Der schnelle Zeitvorlauf ist sehr nützlich, wenn Sie auf Dinge wie Gebäudekonstruktionen oder den Export von Gütern warten müssen. Gut, okay. Dann können wir das ja mal ein bisschen schneller vorlaufen lassen, weil wir müssen ja bestimmt auf irgendwas warten. Oder wir klicken einfach das nächste Symbol an. Ein Herrscher, der sich um seine Bürger kümmert, endet womöglich auf der falschen Seite eines Stadtstreichs. Wählen wir einen der kleinen Tropikaner aus. Oh, zeigen Sie auf einen beliebigen Bürger und wählen Sie ihn per Linksklick aus. Möglicherweise müssen Sie hineinzoomen. Dies öffnet das Infofenster des Bürgers, die Ihnen alle Informationen dann zeigt, die wir über ihn haben. Inklusive seiner Zustimmung zum Regime. Aufgabe, wählen Sie einen. Ja, das machen wir. Guck mal, zoomen wir hier ran und wen wählen wir denn aus? Hier den Pizzabäcker. Nee, Pommes will er oder so. Unterhalten Sie mich. Cristobal Reyes. Presidente. Oh, das bin ja ich. Oder? Aber ich habe kein Geld. Traurig. Dann wähle ich mal hier ihn hier aus. Den Marcio Vasquez. Und dann kann man sich hier alle möglichen Informationen über ihn holen, seine Gedanken lesen. Das Regime weiß einfach alles. Hier für Geld können wir ihn auch töten, bestechen, wie auch immer. Wir können alles mit ihm machen. Weil wir sind hier in einer Diktatur und haben hier die Möglichkeit. Ich will das hier eigentlich weghaben auch, ne? Aufgaben sind verschiedene. Ja, das weiß ich ja. Aber ich habe doch mir doch alles angeguckt. Womit kann ich dienen? Neues Zuhause, niedrige Zufriedenheit.
Blabliblub. Was passiert denn hier? Warum passiert denn nichts? Verschiedene Ziele. Schließen Sie alle Tutorial-Aufgaben ab. Ich hab ich doch. Ich hab doch alles gemacht. Ach, da oben. Hier. Das habe ich nicht gesehen. Es ist sehr wichtig, die Infrastruktur im Auge zu behalten. Dieses Erzbergwerk scheint mit keiner Straße verbunden zu sein. Das bedeutet, dass es Erzeugnisse nicht exportieren kann. Das wollen wir nicht. Um eine Straße zu bauen, müssen Sie das Baumenü öffnen. Aha. Rechts klicken Sie auf eine freie Stelle des Bildschirms. Ist es geöffnet, wählen Sie die Kategorie Infrastruktur und schließlich das Straßensymbol. Platzieren Sie eine Straße in der Nähe des Bergwerkeingangs und verbinden Sie per Linksklick mit dem übrigen Straßennetz. Ja, und die Aufgabe könnten wir jetzt nochmal lesen, mache ich aber nicht. Habe ich eigentlich schon, aber das wisst ihr nicht. Haha. Hier ist diese Kamerasteuerung, soll hier echt weg. Drücke mal da drauf. Und hier, Straße. Es kostet auch noch Geld. Straßen waren doch sonst immer... Die tüdeln wir mal hier durch oder hier dran. Oh, das sieht schön aus. Guck mal, mit so einer Kurve. Oh, das will ich. Und jetzt machen wir wieder auf Play. Nee, gut. Komm weg. Ihr Bergwerk ist jetzt an eine Straße angebunden und die Lastwagenfahrer fangen an, Erzeugnisse zum Hafen zu transportieren. Von dort werden Sie mit dem nächsten Frachter verschifft. Exportieren Sie 100 Eisen. Ja. Dann klicken wir mal hier drauf. Warum sind denn hier... Ach so. Ah. Hier ist das Budget. Manager brauchen wir eigentlich. Manager, Ausbildung, ungebildet. Gastarbeiter einladen. Modifikation, hier könnten wir die Effizienz, hier können wir die Effizienz einsehen. Hafenarbeiter sind die wichtigsten, die vielleicht wichtigsten. Einwohner von Tropico oder Arbeiter von Tropico. Ihr Bergwerk ist jetzt an eine Straße angebunden. Was müssen wir? Und die Lastwagenfahraraufgaben sind gut. Ach so, wir müssen einfach nur warten, oder was? Ah, wir warten jetzt einfach nur. Dann können wir es auch ein bisschen schneller laufen lassen. Wir warten jetzt einfach nur. Ich musste mich gar nichts machen, deswegen hatte ich mich gewundert. Dann müssen wir nämlich einfach nur... Wirklich? Guck mal. Boah. Hier, der Frachter legt ab. Und jetzt dampfschiffert er davon. Ah, die Kameras sind nicht so richtig synchron hier. Das Wasser sieht übrigens sehr schön aus. Habt ihr gut gemacht. Wie viel Eisen war da denn jetzt drin? Das haben wir noch nicht gesehen. 2400. Na. Guck mal, wie schön hier unsere Waren durch die Gegend schiffern. Unserer glorreichen Zukunft ist Ihre wichtigste Aufgabe, Präsidente. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie neue Gebäude errichten. Ja, das interessiert mich nämlich auch. Öffnen Sie das Baumenü per Rechtsklick. Wählen Sie die Kategorie Gemeinwohl und Medien und dann die katholische Mission. Platzieren Sie sie per Linksklick. Die Baustelle für die katholische Mission muss in Straßennähe platziert werden. Bauarbeiter aus Ihrem Baubüro begeben sich dorthin und stellen die Gebäude in ein paar Monaten fertig. Bauarbeiten in größerer Entfernung bzw. mehrere Baustellen gleichzeitig verlängern die Bautätigkeit. Errichten Sie die katholische Mission. Annehmen. Das hier ist das Baumenü. Und dann haben wir hier... Boah, es gibt aber viele Sachen, ne? Alter Schwede. Ja... Oder alter Kubaner würde ja vielleicht hier eher passen. Kann man die noch drehen? Irgendwie? So ein bisschen wie bei... Banished vielleicht? Oder dreht er die von alleine? Nein? Die katholische Mission, wo bauen wir die denn hin? Hier? Oder hier? Hier. Ich möchte die dahin bauen. Jetzt können wir hier auch zugucken, wie das hier passiert. Und hier kann man auch noch schneller bauen für 2000... Dollar könnte ich den Bau beschleunigen, aber ich glaube, das machen wir einfach mal nicht. Nicht, dass uns das Geld ausgeht. Die sind aber flink. Wieselflink sind die hier. Und die haben auch doppelte Straßen gleich. Haben die hier... Oh, ein Frachter. Exportiert schon wieder Waren, dann bekommen wir mehr Kohle. Das ist wundergut.
Präsidente, Sie sind der beste Anführer, den man sich wünschen könnte. Mit Ihnen haben sich all unsere Träume erfüllt. Alle unsere Wünsche haben sich erfüllt. Im nächsten Tutorial lernen wir, also ich, über Wirtschaftsforschung und das Deponieren von Geld in Ihrem Schweizer Bankkonto. Okay. Eine Fanfare. Ich habe das erste Tutorial geschafft. Es ist echt unglaublich. Ich spiele das Spiel mal gerade, ich weiß es nicht, eine Viertelstunde. Wie lange läuft die Aufnahme jetzt schon? Und kann schon fast alles. Zu entwickeln und ein stabiles, profitables Wirtschaftssystem aufzubauen. Und Verordnungen zu erlassen. Boah, das machen wir. Hier, klick. Um neue Technologien zu entwickeln, müssen Sie zuerst eine Bibliothek bauen. Die Bibliothek befindet sich unter der Kategorie Forschung und Unterhaltung. Ich sollte aufhören, einen Akzent zu versuchen zu sprechen, den ich nicht beherrsche. Wobei ich auch eigentlich ganz froh bin, dass ich gar keinen habe. Oh, da steht's übrigens. Auf Ü kann man die Gebäude drehen. Benutzen Sie das Mausrad oder die Tasten Ü und Plus zum Drehen. Aber das hier lässt sich gar nicht drehen. Die betrügen. Betrug! Betrug! Hier macht sie das ganz gut, oder? Machen wir das mal hier hin. Zack, hier wird das Gerüst. Hier wird direkt das Gerüst gebaut. Die Gerüstbauer sind unsichtbar in diesem Spiel. Aber sie sind auf jeden Fall da. Sie sorgen hier für sichere Arbeitsbedingungen. Und... ja, das musst du mir nicht nochmal erzählen. Ich weiß das doch. Wir haben noch 8 Jahre und 11 Monate Zeit, bevor die Wahlen anstehen. Wobei man als Diktator ja generell nicht so viel Angst vor Wahlen haben muss. Wir wissen ja alle, wie demokratisch Wahlen in einer Diktatur ablaufen. Was für einen Quatsch erzähle ich hier eigentlich? Naja. Oh, hier, guck mal. Können wir die Baupriorität auch auf hoch setzen. Dann ist das super mega doll wichtig, dass sie das hier bauen. Und da kommt schon ein fahrender Musikant. Ja, das ist er. Kommt da an. Oh, da, zack. Hier. Pling. Nein. Sie benötigen außerdem ausgebildete Arbeiter, die in der Bibliothek mit der Forschung beginnen. Ah ja, und um diese einzustellen, wählen Sie Ihre Bibliothek aus und klicken Sie auf den Arbeiterknopf im Infofenster. Nutzen Sie den Einstellenknopf, um 3 Gastarbeiter einzustellen. Sie kommen mit dem nächsten Schiff an, sind teuer, doch das lohnt sich. In späteren Zeitaltern können Sie Ihre Bürger selbst ausbilden und müssen sich nicht auf Gastarbeiter verlassen. Nun ja, dann machen wir das hier. Nee, hier und dann 1, 2, 3. Ich habe gerade 3 Gastarbeiter eingeladen. Sie benötigen außerdem und hör mal gerade auf zu reden, bitte. Okay, wir müssen also nichts weitermachen. Ich wollte das nur mit den Planken gerade nochmal nachlesen. Dazu müssen wir aber einfach nur warten. Die Insel ist auch echt schick, ne? Ich lenke jetzt einfach mal davon ab, dass ich gerade wieder ein bisschen doof war. Jetzt sind wir wieder hier. Das Schiff ist noch nicht da mit unseren Gastarbeitern. Wird aber sicherlich gleich erscheinen. So lange müssen wir dann eben warten. Hier, wenn man die Gebäude auswählt, das sind ja, glaube ich, hier die Slums, die Hütten von den Leuten, da wo die Leute, unsere Bewohner wohnen. Und dann können wir auch sehen, wer da wohnt und wo der gerade ist, der da wohnt. Hier, guck mal, Forschung. Der Abzug Papier, Planken. Klick. Jetzt wird hier 7 Monate lang. Hä? An Planken geforscht. Na. Kriegen wir das wieder weg? Wie kann ich das denn wegklicken? Ah, mit Rechtsklick. Okay. Ein Frachter hat Waren aus Tropico im Wert von 4.938 Dollar exportiert. Das ist doch sehr schön. Können denen natürlich ein bisschen mehr Budget zusprechen. Dann würde natürlich die Forschung schneller funktionieren. Erzeugt Forschungspunkte. Aha. Oh,
Die Krone überweist ihnen $5.000 und dann kommen da nochmal... Ach nee, das ist das Geld, was wir vorhin schon da angezeigt bekommen haben. Wir können Expeditionen aussenden, um unsere Insel zu erkunden und wertvolle Ressourcen zu entdecken. Ja, im Palast ist eine Soldatentruppe stationiert. Ihre persönliche Leibwache. Senden wir sie aus, um einen Wald zu entdecken, in dem wir Bäume fällen können. Wählen Sie Ihren Palast, klicken Sie auf Erkunden-Knopf und links klicken Sie auf das gewünschte Ziel innerhalb des nebeligen, unerkundeten Gebiets. Und keine Sorge, Präsident, ich garantiere Ihnen, dass niemand einen Umsturz plant, während Ihre Wache fort ist. Ja, genau. Hä? Das war doch hier, oder? Ich bin ganz ohr. Erkunden. Welches Gebiet sollen wir denn mal erkunden? Guck mal, das sieht doch nach Wald aus, in dem man Holz abbauen könnte, oder? Und wo sind jetzt meine Soldaten? Meine Soldatinos? Hier. Da kommen sie. Wie die Wiesel hier. Flink. Kreuchen sie durch das Gebüsch. Konnte man in... Gab's in Tropico schon immer Soldaten? Wir haben herausgefunden, wie oft man einen Wissenschaftler mit einer Planke schlagen muss, damit er etwas entdeckt. Zwischen 6 und 7 Mal. Wir nannten das die Planck'sche Konstante. Die wird sicher eines Tages eine große Rolle spielen. Effekt. Sägewerk freigeschaltet. Cool. Und es kam ein Bürger in Tropico an. Wir bekommen neue Bürger. Grandios. Klick. Erkunden Sie die Insel. Ja, du musst das nicht jedes Mal neu erzählen. Warum? Neues Gebäude, Sägewerk. Ja, das weiß ich doch. Soll ich das jetzt bauen hier mal? Rohstoffe? Wo ist denn hier ein Sägewerk? Holzfällerlager sehe ich da. Ah ja, hier ist das Sägewerk. Okay. Aber wir haben hier erstmal einen neuen Auftrag. Produktion von Rohstoffen beginnen. Während wir auf den Abschluss der Forschungsarbeiten warten, wir wählen ein Holzfällerlager aus der Kategorie Rohstoffe im Baumenü aus. Okay. Sie werden ein farbiges Raster über dem Terrain sehen, wenn Sie das Holzfällerlager platzieren. Vergessen Sie nicht, das Holzfällerlager muss an eine Straße angeschlossen sein und Sie können die Spielgeschwindigkeit erhöhen, wenn Sie nicht auf die Fertigstellung warten wollen. Nun denn. Klick, Holzfällerlager. Guck mal, hier ist auch ganz rot, das ist dann gar nicht gut, wenn wir das die Hand... Aber hier ist das schon echt eine gute Sache, würde ich sagen. Dann bauen wir das auch direkt dahin. Müssen das natürlich aber jetzt noch an eine Straße anschließen. Das war ja eben ein sehr, sehr deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir ja nicht vergessen, eine Straße zu bauen. Ich schaffe es nur nicht. Doch hier müssen wir die ja anschließen. Okay, so lange Straßen kann man nicht bauen. Dann müssen wir das halt so machen. Ich will, dass dieses Ausrufezeichen da weggeht. Und da kommen die ersten Arbeiter. Und sie arbeiten. Wunderbar. Wunderbar. Gut gemacht. Das Holzfällerlager ist startklar. Juhu. Jedes Produktionsgebäude wird von den Transporteuren angefahren, wenn es an eine Straße eingebunden ist. Sie werden die Produkte dann zur Hafenanlage oder zum Einsatzort auf der Insel transportieren. Legt ein Frachter an, exportiert er die in der Hafenanlage gelagerten Güter und die Verkaufsgewinne werden der Staatskasse hinzugefügt. Gebäude, die weit vom Transportbüro entfernt liegen, benötigen mehr Zeit, um angefahren zu werden. Na klar, das kennen wir ja auch schon aus dem schönen Spiel Banished.
Man muss halt so ein bisschen Ordnung halten. Jedes Gebäude verursacht Unterhaltskosten. Das Geld, das Sie dafür jeden Monat aufbringen müssen. Ein höheres Budget führt zu einer höheren Gebäudeeffizienz, um damit einem höheren Wohlstand der Arbeiter. So werden auch mehr Arbeiter angelockt, wenn es nicht genügend gibt. Weil wir unsere Wirtschaft erst ins Rollen bringen und meine Sprache auch, maximieren wir besser das Budget des Transportbüros. Dies erlaubt es, den Transporteuren dort größere Ladungen zu transportieren. Maximieren Sie das Budget des Transportbüros. Karlik, wo ist denn das Transportbüro? Mal so ganz dumm gefragt. Ist es das? Das ist das Baubüro. Das ist das Transportbüro. Guck mal, jetzt ist die Arbeitsqualität nämlich direkt bei 75. Grandios. Jeder mag Tiere. Also wählen wir eine Farm. Sie versorgt unsere Bürger mit Nahrung und produziert Ressourcen für den Export.